Dies ist die Geschichte des jüdischen Volkes. Sie beginnt vor mehr als 3000 Jahren. Es ist die Geschichte von einem Volk und der Idee von dem einen Gott. Dem Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Eine Geschichte von Glanz und Elend, von Verfolgung und Hoffnung. Bis zum heutigen Tag. Wie ist es den Juden gelungen, über Jahrtausende ihre Identität zu wahren? Im 12. Jahrhundert beherrschen Muslime weite Teile der Iberischen Halbinsel, des heutigen Spanien. Córdoba ist das wichtigste kulturelle und politische Zentrum. Im Jahr 1135 wird hier einer der berühmtesten jüdischen Philosophen geboren. Moses ben Maimon, Maimonides. Schon als Kind hat Maimonides einen unstillbaren Wissensdurst. Die Bibliothek seines Vaters fasziniert ihn. Religiöse Schriften, griechische Philosophie, wissenschaftliche Abhandlungen und arabische Gedichte. Maimonides schreibt später: Ich verschlang alles, was mir an Büchern aus dem Besitz meines Herrn Vaters, sein Andenken zum Segen, in die Hand kam. Sein Vater ist sein erster Lehrer. Er arbeitet am rabbinischen Gericht und hat bei dem berühmtesten Gelehrten studiert. Die Weltoffenheit der Kalifen zieht Menschen aller Religionen nach Córdoba. Das Viertel, in dem die Juden leben, heißt auf Spanisch La Judería. Hier befindet sich eine der ältesten Synagogen Spaniens. Die Architektur des 1315 errichteten Gebäudes zeigt, wie sehr sich die Juden ihrer muslimischen Umgebung angepasst haben. Wie alle Synagogen betritt man sie nicht von der Straße aus, sondern nur über einen kleinen Innenhof. Maimonides Vater eröffnet seinem Sohn die Welt der Wissenschaften. Das kulturell hochentwickelte Andalusien ist eine Fundgrube für den neugierigen Jungen. Lange vor den Christen hatten hier bereits muslimische Gelehrte das Wissen der Griechen übernommen. Sie entwickelten Instrumente weiter, die seit der Antike bekannt sind, wie die Astrolabien, mit denen die Position von Himmelskörpern bestimmt und die Zeit berechnet wird. Auch in der Medizin und der Pflanzenkunde wurden große Fortschritte gemacht. Die Juden übernehmen diese Kenntnisse, entwickeln sie weiter und tragen sie ins christliche Europa. Doch das weitgehend friedliche Miteinander ist nicht von langer Dauer. Attack! 1147 dringen radikale Muslime, die Almohaden, auf die Iberische Halbinsel vor. Mit Gewalt fordern sie von Andersgläubigen, sich zum Islam zu bekehren. Viele Juden fliehen vor den Almohaden in den christlichen Norden Spaniens oder nach Nordafrika. Auch Maimonides' Familie muss fliehen. Christen und Juden stehen vor der Frage, zum Islam konvertieren, sterben oder auswandern. Maimonides schreibt rückblickend: Ein Jude muss das Land verlassen, wenn er gezwungen wird, das göttliche Gesetz zu übertreten. Er sollte auf keinen Fall an einem Ort bleiben, an dem zur Konversion gezwungen wird. Wer immer an einem solchen Ort bleibt, entweiht den göttlichen Namen. Die nächsten 10 Jahre ist die Familie auf der Flucht. Die endet schließlich in Fes, im heutigen Marokko.
Im Mittelalter ist Fes ein wichtiges kulturelles Zentrum der islamischen Welt. Viele Juden zieht es hierher. 1950 lebten hier noch 30.000 Juden. Heute sind es noch 300. In einer alten Synagoge im ehemaligen jüdischen Stadtviertel Melach ist ein Museum eingerichtet. Edmund Gabay bewahrt dort jüdische Tradition. In diesem Museum wird mir die Synagoge im Herzen wieder lebendig. Wir haben hier studiert, wir haben hier gebetet. Als wir jung waren, gab es hier eine Kantine, in der haben wir gegessen. Es gab bedeutende Rabbiner. Wir haben den ganzen Verfall überlebt. Jedes Mal, wenn ich etwas anschaue, erinnert mich das bis heute an die Zeit meiner Jugend. In der Altstadt von Fes steht eines der berühmtesten Häuser der Stadt, in der Rue d'Horloge. Hier soll der Philosoph Maimonides gewohnt haben. Doch die Zeit in Fes endet, wie sie begonnen hat, mit der Flucht. Auch hier übernehmen Almohaden die Macht. Wieder heißt es für Juden, zum Islam konvertieren oder sterben. Maimonides wird Zeuge, wie der Oberrabbiner von Fes hingerichtet wird. Er hat sich geweigert, seinem Glauben abzuschwören. Maimonides und seine Familie flüchten. Eine gefährliche Reise. 28 Tage per Schiff. Dann weiter zu Fuß. Ihr Ziel ist diesmal Al-Fustat in Ägypten. Al-Fustat ist damals ein Vorort von Kairo, der Hauptstadt der muslimischen Herrscher in Ägypten. Um 1100 leben hier 7000 Juden aus aller Welt. Drei jüdische Gemeinden gibt es in Fustat. Jede hat ihre eigene Synagoge. In der Ben Ezra-Synagoge soll Maimonides gebetet haben. Ende des 19. Jahrhunderts macht man bei Renovierungsarbeiten einen sensationellen Fund. Im Inneren der Synagoge wird ein Aufbewahrungsraum für alte Handschriften entdeckt. Viele Synagogen besitzen eine solche Genissa. Denn es ist üblich, Schriften, auf denen der Name Gottes steht, nicht zu vernichten. Doch erstmals findet man Dokumente, die bis ins frühe Mittelalter zurückreichen. Von dem einmaligen Fund erfährt der britische Professor für Talmudstudien Salomon Schächter. Wochenlang sortiert er in Kairo aus, was von wissenschaftlichem Interesse ist. Mehr als 30 Säcke und Kisten wertvollen Materials aus der Genissa stellt er zusammen. Ein Teil des Fundes gelangt nach New York ins Jewish Theological Seminary. Dort erforscht der Mittelalterspezialist Mark R. Cohen seit mehr als 30 Jahren die Handschriften. Er sichtet Fragmente und fügt sie sinnvoll zusammen. Religiöse Texte, Briefe, Gedichte, Hochzeitspapiere, aber auch Kinderzeichnungen, Rezepte, Schecks und sogar Schriften von Maimonides. Die Dokumente gewähren Einblick in fast 1000 Jahre jüdische Geschichte, in das religiöse, aber auch das alltägliche Leben. Wir beginnen zu verstehen, wie sich Maimonides als Mensch im Alltagsleben verhalten hat. Er war ein Gemeindemitglied, nicht nur ein Gelehrter. Er war der zentrale und wichtigste Gelehrte und Führer der jüdischen Gemeinde Ägyptens in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Seinen Lebensunterhalt bestreitet Maimonides als Arzt. Die Medizin ist für ihn eine der vorzüglichsten gottesdienstlichen Tätigkeiten.
Der Großvezier Al-Fadil macht Maimonides zu seinem Leibarzt. Auch die Haremsdamen gehören zu seinen Patienten. Fast täglich kommt er in den Palast. In einem Brief beschreibt Maimonides seinen Tagesablauf. Ich wohne in Fustat und der Herrscher residiert in Kairo, was ungefähr 2 Schabbatreisen entfernt ist. Meine Pflichten für ihn sind beschwerlich. Ich muss ihn täglich besuchen, und zwar früh morgens. Wenn er oder irgendwelche von seinen Kindern oder seine Haremsdamen unwohl sind, wage ich es nicht, Kairo zu verlassen. Ich muss den größten Teil des Tages im Palast bleiben. Des Nachts bin ich so müde, dass ich kaum sprechen kann. Deshalb kann kein Israelit eine private Unterredung mit mir führen, außer am Schabbat. Trotz der anstrengenden Arbeit verfasst Maimonides zahlreiche Schriften und Ratgeber. Denn jeder Jude soll die Grundsätze der Überlieferung verstehen und nach den Traditionen leben können. Maimonides stirbt 1204 im Alter von 69 Jahren. Noch heute gilt er als einer der wichtigsten jüdischen Gelehrten und als der herausragende Vertreter der Sephardim, der spanischen Juden. Für die Juden in Maimonides Heimat bricht eine neue Zeit heran. Christliche Herrscher erobern die muslimischen Städte zurück, zur Freude vieler Juden. Als Ferdinand III. In Sevilla einzieht, begrüßen die Juden den christlichen König als Befreier. Zum Zeichen des Willkommens und des Vertrauens überreichen jüdische Gemeindevorsteher symbolische Schlüssel. Noch heute liegen sie in der Kathedrale von Sevilla. Die hebräische Inschrift auf einem der Schlüssel lautet: Der König der Könige wird öffnen. Der König der Könige soll eintreten. Auch Toledo, südlich von Madrid gelegen, ist ein wichtiges kulturelles Zentrum im christlichen Spanien. Als Vermittler zwischen Muslimen und Christen sind die Juden den neuen Herrschern willkommen. Sie kennen das Land, sprechen Arabisch und haben Erfahrung in der Verwaltung. Toledo zieht die Gelehrten Europas an. Muslimische, jüdische und christliche Wissenschaftler arbeiten hier. Die Stadt ist Zentrum für das Studium antiker Schriften und für deren Übersetzung ins Lateinische. Viele Texte antiker Philosophen sind nur in arabischer Sprache überliefert. Juden übersetzen diese Schriften jetzt ins Lateinische, die Sprache der christlichen Mönche und Gelehrten. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zu Wissenschaft und Kultur des christlichen Abendlandes. Doch im 13. Jahrhundert verändert sich die Stimmung gegenüber den Juden. Immer häufiger werden sie als Feinde der Christenheit und als Jünger des Teufels dargestellt. Mit übergroßen Nasen karikiert, sieht man sie als Inbegriff des Geizes. Für die Juden beginnt erneut eine Zeit der Unsicherheit. Sie sollen zum Christentum übertreten. Der Druck ist groß. Tausende von Juden konvertieren und stellen damit die spanisch-christliche Gesellschaft vor ein unerwartetes Problem. All those positions that had been
Alle Stellungen, die Juden verwehrt waren, solange sie Juden waren, standen ihnen nun offen, weil sie Christen geworden waren. Und zum Entsetzen vieler Spanier stiegen ehemalige Juden nun an den Gerichtshöfen, sogar in der Kirche, in der Medizin und in den Universitäten auf. Es verbreitete sich das Gefühl, sie seien gar keine richtigen Christen. Die zahlreichen Übertritte zum Christentum sorgen in der jüdischen Gemeinschaft für Unruhe. Sie spalten Familie und Freunde. Wer ist Jude und wer nicht? Jeder könnte ein Spion der Christen sein. Der gelehrte Jakob ibn Habib duldet keine Konvertiten in seiner Nähe. Vor allem nicht auf einer jüdischen Feier. Das Kreuz, Symbol der Christen, hat in seinem Haus nichts zu suchen. Ferdinand und Isabella, die katholischen Herrscher Spaniens, gehen dann mit besonderer Härte gegen Andersgläubige vor. 1478 führen sie auch in Spanien die Inquisition ein, mit päpstlichem Segen. Zum Großinquisitor wird Tomás de Torquemada ernannt. Zehntausende landen in den Folterkellern. 15 Jahre wütet der Großinquisitor. Seine Opfer sind zu 90% zum Christentum konvertierte Juden. Fast 1000 Menschen verbrennen auf den Scheiterhaufen der Inquisition. Im Januar 1492 erobern die Christen auch Granada. Damit fällt die letzte islamische Bastion. Die Alhambra, der ehemalige Sultanspalast, wird zum Schauplatz eines traurigen Kapitels jüdischer Geschichte. Am 31. März 1492 unterzeichnet hier das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella eine Urkunde, die das Schicksal von Tausenden von Juden besiegelt. Wir ordnen an, dass alle Juden und Jüdinnen, gleichgültig welchen Alters, bis Ende des Monats Juli unsere Königreiche und Lehen zu verlassen haben und es ihnen bei Todesstrafe und Verlust ihres gesamten Hab und Gutes verboten ist, hierher oder an solche Orte zurückzukehren, um dort zu wohnen oder sich vorübergehend aufzuhalten. 300.000 Juden müssen binnen 3 Monaten Spanien verlassen. Eine gewaltige Flucht beginnt. In den letzten Julitagen des Jahres 1492 verlässt auch Jakob ibn Habib Sevilla. Wie viele andere hofft er, bald wieder zurückkehren zu können. Mit seiner Familie will er nach Portugal. Dort sollen Juden noch willkommen sein, hat er gehört. 1500 Jahre lebten Juden hier. Stolz auf ihre Herkunft nennen sie sich Sephardim, nach Sepharad, dem hebräischen Namen für Spanien. Mit ihrer Flucht endet eine glorreiche Epoche. Die Hafenstadt Antwerpen ist neben Portugal, Nordafrika, der Türkei und Italien ein Anlaufpunkt für spanische Flüchtlinge. Auch für Doña Gracia Mendez. Aus Angst hatte sich ihre Familie taufen lassen. Sie aber hält heimlich an ihrem jüdischen Glauben fest. Nach außen gibt sie sich als Christin. Ihr Doppelleben entzweit die Familie, denn ihre Schwester Brianda ist Christin aus Überzeugung. Doña Gracia hat von ihrem Mann ein einflussreiches Bank- und Handelsimperium geerbt. Sie hat Verbindungen in ganz Europa. Vor der Inquisition schützt sie das nicht.
Die Schreckensberichte ihrer Eltern verfolgen sie. Jeder jüdische Konvertit wurde verdächtigt, dem alten jüdischen Glauben anzuhängen. Darauf stand der Tod. Die Folter erzwang von jedem ein Geständnis. Lange Zeit war sie in Antwerpen sicher. Doch nun beginnt auch hier die Verfolgung. Doña Gracia flüchtet. Ihr Ziel ist Venedig. Die Lagunenstadt hat den Ruf, ein sicherer Ort für alle Flüchtlinge zu sein. Andersgläubig oder nicht, hier ist man vor allem Venezianer und Händler, dann erst Christ. In Venedig trifft Doña Gracia zum ersten Mal auf bekennende Juden. Hier dürfen sie zwar ihren Glauben offen praktizieren, doch auf Betreiben der Kirche leben sie getrennt von der christlichen Bevölkerung auf einer sumpfigen Insel am Rande der Stadt. Hier arbeiteten damals die Metallgießer. Nach ihnen wird das neue Viertel Ghetto genannt, abgeleitet vom italienischen Wort gettare, gießen. Das Wort geht um die Welt. Schon bald bezeichnet man abgeschlossene jüdische Stadtviertel überall als Ghetto. Im 16. Jahrhundert drängen immer mehr jüdische Flüchtlinge nach Venedig. Um mehr Wohnraum zu schaffen, stockt man die Häuser auf. Bis heute sind sie die höchsten Häuser in Venedig. Doña Gracia ist am Ziel ihrer Sehnsüchte. Verbirg dein Kreuz, mahnt sie ihre christliche Schwester Brianda. Zwangsgetaufte stoßen auch unter Juden auf Misstrauen. Unterschiedlich sind die Gefühle der beiden Schwestern beim Anblick dieser jüdischen Lebenswelt. Bislang kennen sie die nur aus Erzählungen der Eltern. Brianda, die gläubige Christin, empfindet Unbehagen. Doña Gracia, die heimliche Jüdin, ist neugierig. Der Konflikt der Religionen treibt einen Keil zwischen die Schwestern. Brianda entwickelt einen hinterlistigen Plan. . 1547 erreicht die Inquisition auf Druck des Papstes auch Venedig. Verräter haben Hochkonjunktur. Auch Doña Gracias Schwester Brianda wird zur Verräterin. Sie offenbart dem Inquisitionstribunal, dass Doña Gracia heimlich den jüdischen Glauben praktiziert. Als Beweis präsentiert sie den Inquisitoren ein hebräisches Gebetbuch, geschmückt mit dem Familienwappen. Außerdem plane ihre Schwester, mit dem gesamten Vermögen aus Venedig zu fliehen. Sofort ergeht Haftbefehl gegen Doña Gracia. Gegen abtrünnige Christen geht die katholische Kirche mit aller Härte vor. Zumal sie in Europa in einen weiteren Glaubenskrieg verstrickt ist. Ausgelöst von einem Augustinermönch im fernen Wittenberg. Er heißt Martin Luther. Der Reformator hat eine verhängnisvolle Beziehung zu den Juden. Anfangs verteidigt er sie noch gegen christliche Vorurteile. In seiner Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, betont er die jüdischen Wurzeln des Christentums. Luther hofft, die Juden zu seinem Glauben bekehren zu können. Doch der Missionseifer des Protestanten hat keinen Erfolg. Der Judenfreund wird zum Judenhasser. Jetzt schreibt er von den Juden und ihren Lügen. Sie seien giftige, bittere, raubgierige, hämische Feinde der Christen.
eine Pestilenz und Plage, die man ausrotten müsse. Die Juden geraten zwischen die Fronten in diesem Glaubenskrieg. Tausende Juden finden Zuflucht in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Dort sind sie willkommen, denn sie bringen neues Wissen aus Mitteleuropa mit und ihre Handelsbeziehungen. Die christlichen Herrscher machen ihr Land ärmer und bereichern das unsere, wundert man sich hier. Doña Gracia gelingt die Flucht aus Venedig. Der Sultan empfängt sie in Privataudienz und zeigt ihr seinen Respekt. Er erlässt ihr den Kniefall, das Zeichen der Unterwerfung. Die andersgläubige Frau hat Vermögen und weltweite Wirtschaftskontakte. Doña Gracia nutzt die Gunst der Stunde. Viele arme Flüchtlinge brauchen Hilfe und Schutz. Sie bittet den Sultan, die Grenzen seines Reiches noch weiter zu öffnen. Doña Gracia wird zur Fluchthelferin. Sie heuert mächtige Schiffe an und baut ein Netzwerk von Helfern auf. Hunderte von Juden kann sie retten. In Konstantinopel sind sie sicher. Zum Dank und zur ständigen Erinnerung an ihre Rettung errichten die Flüchtlinge eine Synagoge mit einer besonderen Gebetskanzel in Form eines Schiffes. Bis in die Gegenwart leben Juden und Muslime hier weitgehend friedlich nebeneinander. Nach fast 20-jähriger Odyssee hat Doña Gracia ihren Frieden gefunden. Sie lebt ihren Glauben frei und ohne Angst vor Verfolgung. An jedem Freitagabend feiert sie Schabbat und bittet nach jüdischem Brauch um den Segen für ihre Familie und für ihr gequältes Volk. Sie glaubt, Gott habe sie aus vielen Gefahren errettet. Er habe ihre Hand geführt, wenn sie Verfolgten half und Schulen, Waisenhäuser und Synagogen stiftete. Doch Doña Gracia träumt, wie viele Juden, von der Heimkehr ins gelobte Land. Vielleicht liegt ihr Grab auf dem Ölberg, vor den Toren Jerusalems, dort, wo auch ihr Mann begraben ist. Hier verliert sich die Spur der Doña Gracia.